Meine Spielkinder, sag mal ganz recht herzlich hier, guten Tag. Ich, wir sind hier und ich hab, was? Säule? Da war da irgendwas Längeres, oder habe ich das? Und ich habe echt nicht die geringste Ahnung, was wir hier aktuell machen müssen. Und wir haben erfahren, weibliche, Nico hat weibliche Intuition. Und mal gucken, ob da irgendwas schon bei rumgekommen ist. Hey, Nico. Hey, Nico. Wonach suchst du? Ich bin noch nicht sicher, aber die Tür muss sich irgendwie öffnen lassen. Alright. Okay, so pass mal, jetzt müssen wir uns ganz, ganz, ich wollte mir das nochmal ganz gerne. Der Übersetzung zufolge hatte irgendein Sonnenkönig die Tabula Veritatis früher in seinem Besitz gehabt. Die Symbole auf der Tafel ähnelten denen auf der Vorderseite der Tabula Veritatis. Kommen wir hier nochmal, okay, der Vorderseite des Tabula, okay, A ist die, okay, dann gucken wir uns mal die Tabula nochmal an. Ich schätze mal, die Tabula zu finden, war der einfache Teil. Ihren Zweck herauszufinden, war eine andere Sache. Symbole. Der waagerechte Balken der Tabula zeigte eine Reihe Symbole. Diese Symbole waren genau wie die auf dem Foto von der Tontafel. Okay. Der senkrechte Balken der Tabula wies eine Reihe sonderbarer Symbole auf. Diese Symbole waren genau wie die auf dem Foto von der Tontafel. Aber ich kann doch nichts mitmachen, meine Freunde. Ich kann das nur. Können wir das denn irgendwo hinstecken? Aber. Ja, wir können es in die Leiche stopfen, aber da haben wir nicht viel von. Säule, Statue. Das haben wir ja probiert, das da reinzuballern. Können wir denn. Warte mal, hier, dat, klappt das. Das wäre völlig sinnlos. Ja, können wir das Relief an, beziehungsweise das Ding an Nico geben? Was hältst du davon, Nico? Ich weiß nicht. Meinst du, das könnte nützlich sein? Ja, wenn man den Gnostiker glauben darf, dann ist er das nützlichste Ding überhaupt auf der ganzen Welt. Ja, hör mal. Die Symbole auf der Tafel ähnelten denen auf der Vorderseite der Tabula Veritatis. Ja, aber ich kann mit den Symbolen auf der Tabula nichts machen. Das ist also A. Ah, das ist hier so ein. Sieht aus wie ein Katzenkopf mit einem Kringel drauf, mit einem Brecki drüber. B. Ist jetzt B das da oben oder das da unten? Wahrscheinlich eher das, ne? Ja, das ist eine durchgestrichene Pyramide. Aber ich kann nichts machen mit den Symbolen. Er will ja auch die Tabula hier da nicht reinballern. Das wollte ich nicht verbrennen. Verbrennen, okay. Verbrennen? Verbrennen. Okay, Lampe. Was könnten wir denn theoretisch verbrennen? Und so eine Kakerlake verbrenne ich auf keinen Fall. Können wir den Revolver da reinballern? Das wollte ich nicht verbrennen. Okay, das heißt, er will auf jeden Fall irgendwas verbrennen. Dann das Wollknoll. Das wollte ich nicht verbrennen. Willst du überhaupt irgendwas verbrennen hier? Das Hobbs Zeichnung? Den Keks! Das wollte ich nicht verbrennen. Das wollte ich nicht verbrennen. Können wir denn. Guck mal, dann ein bisschen Feuer anschüren. Das wollte ich nicht verbrennen. Okay, also wir können da also irgendwas verbrennen, nur ich weiß aktuell nicht beim besten. Das kann ich ja nicht reinschmeißen. Das wollte ich nicht verbrennen. Können wir denn. Können wir es nur nehmen? Filigranmuster? Der eiserne Ring saß in einem verschnörkelten Rahmen um die Öllampe. Taschenlampe. Können wir denn. Moment, jetzt will ich mal ganz kurz das probieren, liebe Leute. Können wir denn den hier vielleicht mit der Taschenlampe? Das würde nicht funktionieren. Das würde nicht funktionieren. Leiche. Die sterblichen Überreste eines Mannes, auf dem Tisch zusammengesunken, mit einem Einschussloch im Schädel. Na, willst du einen Keks? Nee, ich musste was anderes versuchen. Das ist ja alles sehr tragisch, okay. Filigranmuster. Der eiserne Ring saß in einem Inschrift. Ex luce veritas, durch Licht zur Wahrheit. Alright. Aber was könnten wir verbrennen? Das Foto? Das wollte ich nicht. Okay, können wir sonst noch irgendwas verbrennen? Hier, die Hauptzeichnung. Das wollte ich. Okay, komm hier, Tabula, wir verfackeln das Zeug. Das wollte ich. Gut, die bringt eh wahrscheinlich genug Probleme. Okay. Alright. Also ich bin drauf und dran, die Leute mir einen kleinen Tipp geben zu lassen, aber.
Vielleicht müssen wir hier wieder, ne, nach der Reihenfolge, beziehungsweise nach dem Alphabet, was wir da auf dem Ding gefunden haben, irgendwie jetzt wieder rumdrehen. Aber das wäre natürlich echt richtig krass. Okay, jetzt guckt sie da lang. Nico hat weibliche Intuition, das wissen wir. Die Symbole auf der Tafel ähnelten denen auf der Vorderseite der Tabula Veritatis. Also A, Sonnenstadtreich. Leute, ich lasse mir mal einen Tipp geben. Aktuell habe ich echt keine Idee. Ne? Es ist, hier ist ja sonst auch nichts. Tabula Schnitzerei, Figur, Relief. Säule, Säule, Lampe. Haben wir aber alles schon, liebe Leute. Wir haben alles schon. Die Tür geht ja wahrscheinlich nicht mehr auf, ne? Das haben wir ja. Sitzen wir schwerstens in der Falle. Hm. Die Steintür hatte sich hinter uns geschlossen. Okay. Ja, es hat wahrscheinlich hier mit dem Drehen was zu tun, das Licht. Also, ne? Licht müssen wir schon haben. Hm. Ja, meine Überlegung ist natürlich, hier ist rot und da muss das rote Licht drauf. Es ist ja extra rotes Licht, ne? Das machen wir auch mal, Freunde. Wir machen das einfach mal. Um das zu versuchen, musste ich näher ran. Kleiner Klugscheißer kann keiner leiden dort. Das ist. So, pass mal, wir ballern das jetzt mal. Dumm, 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 dumm. Das war, glaube ich, hier. Flumm, Zim. Oh, nee, das war dann doch falsch. Moment, das wollte ich da gar nicht. Ich wollte das. Dass wir immer wieder anklicken müssen, okay. Ich glaube, war das das? Ja, das war auf jeden Fall jetzt ne, rot, weil hier ne, die Leute müssen rot sein. Vielleicht brauchen wir echt noch was Grünes und was Blaues. Was Grünes und was Blaues. Ja, ich kann da jetzt keinen blauen Garnknoll reinballern, Freunde. Das geht einfach nicht. Mein Keks werde ich wahrscheinlich auch nicht los, ne? Wir lassen uns mal einen Tipp geben, Freunde. So. Ich habe, was jetzt, genau, nächster Tipp. Hol die Karte und geh ins Abend. Vielleicht ist ein Satz, im Licht des Tages verblassen diese Worte ja ein Hinweis. Im Licht des Tages verblassen diese Worte ja ein Hinweis. Im Licht des Tages verblassen diese Worte. Welche Worte? Die? Im Licht des Tages verblassen diese Worte. Moment, wieder mal ganz kurz. Hol die Karte, gehen Sie an. Vielleicht ist sein Satz im Licht des Tages verblassen und diese Worte ja ein Hinweis. Okay, ich gucke da nochmal. Moment, hier nochmal drauf. Die Symbole auf der Tafel ähnelten denen auf der Vorderseite der Tabula Veritatis. Okay, dann gucken wir uns mal das andere Dings da oben an. Gehen ins Karte. B.E. Komm, wir lassen es halt mal vor. Ich las Genens letzte Worte. Hm. Freunde, ich weiß, dass ihr mich irgendwann findet, aber bis dahin ist es zu spät. Ich habe die Tabula enträtselt und weiß, unser Schicksal liegt im Paradies. Wir haben den Schlüssel zu Gottes Macht. Wenn ich jetzt sterbe, dann in dem Wissen, dass ihr meine Arbeit vollenden könnt. Sagt meinen Lieben, dass ich in Ausübung meiner Pflicht starb und mein Leben mit Freuden der Sache opferte. Im Licht des Tages verblassen diese Worte wie unsere Seelen. Doch seid versichert, ihr Echo wird uns an den Ort führen, wo wir uns dereinst wiedersehen. Okay, pass mal auf, dann habe ich jetzt eine Idee. Dann können wir jetzt vielleicht die Karte auf das Licht, weil dann sind die Worte vielleicht verblasst. Lampe? Als sich die Karte der Flamme näherte, begann sich etwas zu verändern. Was? Die Schrift auf der Karte reagierte auf die Erwärmung. Ich glaub's ja nicht! Was ist denn? Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wären die Orte auf der Karte diejenigen, die auf dem Foto markiert sind. Wenn der Buchstabe dem in Genens Übersetzung entsprach, musste hier die Sonnenstadt liegen. Okay. Wenn die Buchstaben denen in Genens Übersetzung entsprachen, musste dies das Bergreich sein.
Okay. Wenn dieser Buchstabe derselbe Ort wie der mit D markierte in Galens Übersetzung war, lag hier der Sonnenuntergangsberg. Wenn dieser Buchstabe dem in Galens Übersetzung entsprach, dann lag hier das Zweistromreich. Wenn der Buchstabe E dem in Galens Übersetzung entsprach, musste hier die aufsteigende Stadt liegen. Ja, was können wir da jetzt mitmachen, Freunde? Können wir hier denn vielleicht das Gekritzel da drüber ballern? Hä? Macht er nicht? Moment, nein. Das lohnte sich. Das lohnt gut. Können wir dann vielleicht die Dings da. Ey! Geht auch nicht. Die Veritatis hier, die. Das würde niemals klappen. Pass mal auf! Du sagst mir zu oft nie in diesem Spiel. Kakerlake, Simeons Unterlagen. Gut. Ja, das ist alles gut und schön, aber hat uns das jetzt wirklich weitergeholfen? Nico, was sagt deine weibliche Intuition? Hey, Nico! Wonach suchst du? Ich bin noch nicht sicher, aber die Tür muss sich irgendwie öffnen lassen. Können wir denn jetzt vielleicht mit dem Tabula irgendwas machen? Ich schätze mal, die Tabula zu finden war der einfache Teil. Ihren Zweck herauszufinden war eine andere Sache. Okay, hier ist nochmal ein Ouroboros. Wir kommen aber jetzt auch nicht ans Inventar dran. Ruhe Gewalt, George Stobart! Ob Genens Notizen auf dem Foto beim Dechiffrieren der Tabula helfen würden? Ach du Scheiße. Die Hieroglyphen von der Tabula Veritatis siehst du oben auf dem Bildschirm. Wähle erst ein Symbol aus und dann aus der Liste rechts das Wort, das du für die korrekte Übersetzung hältst. Insgesamt gibt es 36 Wörter in 3 Zwölferlisten. Mit einem Button kannst du zwischen den Listen hin und her springen. Gen hat es geschafft, die Hieroglyphen auf der Tontafel zu übersetzen. Sie stammen aus der gleichen Sprache wie... Die auf der Tabula Veritatis seine Übersetzung stehen unten auf dem Bildschirm, damit alles, was du brauchst, um die Tabula Veritatis eingritzen Schriften zu entziffern. Liebe Leute, nicht schon wieder so ein Rätsel irgendwie, ne, von wegen. Okay, weiter. Okay, gibt es drei Sachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also das zählt man durch. Norden, bla bla bla. Okay. Okay, B. B ist die durchgestrichene Pyramide. Aber was soll mir das bringen, Freunde? A ist hier der... Okay, müssen wir mal ganz kurz gucken. Haben wir irgendein Symbol, was wir hier haben? Plus, das könnte das sein. Das E, das ist also das E. Wenn Genens Übersetzung stimmt, bedeutet das Symbol Juha etwa aufsteigende Stadt. Neben dieses Symbol hatte Genen den Buchstaben E geschrieben. Hatte das etwas mit den geheimen Markierungen auf Genens Karte zu tun? Haben wir sonst noch irgendeins hier, was zumindest irgendwie... Okay, da ändert sich Mond, Erde, bla bla bla. Okay, das könnte... Ne, das ist nur einer, okay. Ich gucke jetzt hier gerade, dass ich irgendwelche noch welche sehe. Das ist okay, das ist das.
Okay, das ist ein E, das scheint ja schon mal richtig zu sein. Okay, dann das, wir haben das B, das ist diese durchgestrichene Pyramide. Kommen wir jetzt mal in unser Inventar, kommen wir gar nicht mehr dran. Also würde ich ganz gerne mal auf die Karte gucken. Und das ist das Einzige, was wir haben. Wir haben noch das, aber da fehlen die zwei Striche. Ne? Es fehlen die zwei Striche dadurch. Was ist das jetzt? Das ist... Warte mal, das E war... wir gehen nochmal raus, Freunde. Wir gehen nochmal raus. Ich will nochmal ganz kurz hier auf das Ding gucken. Auf die Karte. Nein, das ist die falsche. Tut mir leid. E, das haben wir. Wenn der Buchstabe E dem in Genens Übersetzung entsprach, musste hier die aufsteigende Stadt liegen. Okay, die aufsteigende Stadt. Also E ist die aufsteigende Stadt. Wie kann man das mal rein? Die Symbole auf der Tafel ähnelten denen auf der Vorderseite der Tabula Veritatis. Genskarte. Ich war sicher, es gab keine Geheimnisse mehr zu entdecken. Okay. Macht er auch nicht. Gut, okay. Gehen. Die Symbole auf der Tafel ähnelten dem. Okay. So. Wo ist das E? Weil das E hatten wir irgendwie schon. Okay. Du Axe bedeutet anscheinend zweistromreich. Wenn Genens Übersetzung stimmt, steht La Haxe für das Sonnenstadtreich. Zu diesem Symbol hatte Genen ein rotes A geschrieben. Okay, meine lieben Freunde, das werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge geben. Und ja, das wird auf jeden Fall ein Getüftel ohne Ende. Ne? Wahrscheinlich ähnlich wie das Telegramm. Ich hoffe, dass es nicht so lange dauert wie das Telegramm. Wobei, gut, das haben wir... Meine lieben Spielkinder, in diesem Sinne ab in die Rinne und vielen Dank fürs Zuschauen, sagt euer Spielkind 45. Schlüsselmeister? Ich weiß es nicht.